Perfekt. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und freue mich, dass der Raum wieder komplett gefüllt ist. Das bedeutet natürlich auch auf der anderen Seite, dass es ein mega interessantes Thema ist. Denn, ja, wie soll man es nennen? Sagen wir jetzt einfach weg mit dem Weihnachtsspeck oder mit dem Winterspeck oder sagen wir weg mit dem Corona-Speck. Also wir haben ja heute wirklich das Problem, dass viele, viele, viele von uns, also zumindest viele, die ich kenne, tatsächlich schon über die Zeit, in der sie, ich sage jetzt mal, so ein bisschen zu Hause gefangen waren, natürlich einfach mehr gegessen, mehr getrunken haben und sich weniger bewegt haben. Und dazu kommt natürlich dann noch die Feiertage, wo man dann nochmal immer einen oben drauf setzt. Und was wir bei unserem Team begonnen haben, und ich habe das auch parallel in vielen, vielen anderen Teams gesehen, ob das jetzt bei Crascos ist oder auch bei anderen, ich finde, wichtig ist vom Denken her, wenn man denn abnehmen will, dann ist es natürlich Blödsinn zu sagen, ja, am ersten lege ich los, denn ihr wisst ja selber, wie es ist. Dann kommt der Erste und dann kommt irgendwas dazwischen und dann ist wieder das und das und das. Und plötzlich hat man wieder Jahresende und denkt so, eigentlich wollte ich ja ab Januar abnehmen. Und insofern denke ich mir, ist es vernünftig, wenn man abnehmen möchte, dass man dann auch sagt, hey, ich treffe eine klare Entscheidung, ich gebe jetzt Gas, ich lege jetzt los und jetzt heißt definitiv heute, morgen oder übermorgen, sprich noch im Dezember, die Body Mission bestellen und loslegen. Ich persönlich bin da eher ein Fan von und auch die meisten in unserem Team. Und ja, lasst euch einfach auch Dinge einfallen, wie Wettkämpfe, Challenges, Preise oder wie auch immer. Und dann macht es total Spaß, weil dann nimmt man nicht alleine ab, sondern im Team und dann geht es auch viel leichter. Ja, in diesem Sinne oder mit diesen Worten mag ich euch begrüßen. Bevor wir loslegen, würde mich natürlich mal interessieren, von euch, wer ist denn hier ganz neu? Bitte antwortet mir nicht im Chat, sondern bei Fragen und Antworten. Also F und A ist das bei euch abgekürzt. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, wer das erste Mal in so einem Webinar drin ist. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, Wahnsinn. Also das finde ich richtig, richtig toll, denn die Webinare sind natürlich auch insbesondere für euch, für die Neuen, natürlich auch für die Orga-Leiter, die das alles mit organisieren, für die Sponsoren, die die Infos weitergeben und auch immer wieder natürlich wiederholt zuschauen, denn wir sagen immer, steter Tropfen hüllt den Stein, beziehungsweise die Mutter des Erfolges ist natürlich die Wiederholung. Und viele von euch sind heute Abend vielleicht als Kunde da drin, als Interessent da drin, aber auch einige von euch durchaus auch, weil sie damit arbeiten. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig zu wissen im Hintergrund, wie funktioniert denn das Ganze. Ja, insofern mag ich euch alle herzlich willkommen heißen und wir starten jetzt einfach mal, indem ich meinen Bildschirm freigebe. Rein. Theoretisch müsstet ihr jetzt meine Präsentation sehen. Und wir starten mit der Body Mission. Ja, was ist die Body Mission überhaupt? Das Wort selber sagt es ja schon. Es geht nicht nur um Abnehmen, sondern es geht um eine Mission. Das heißt, mit dem Abnehmen verbinde ich unter Umständen auch wesentlich mehr. Zum Beispiel mich fitter zu fühlen, Treppen schneller hochgehen zu können, weniger schnell außer Puste zu sein, aber auch zum Beispiel durchaus wieder in ein schönes Kleid reinzupassen oder in den Anzug oder. Und daher finde ich so das Wort Mission schon optimal. Ja, wir haben manche, die natürlich über Smartphone zuschauen. Hier möchte ich euch bitten, wenn ihr jetzt nur den Bildschirm sehen könnt, also nur die Folien und möchtet mich sehen, dann kann es sein, dass ihr im Prinzip durch hin und her wischen, im Endeffekt dann eben zwischen mir und der Präsentation hinterher, hin und her switchen könnt. Bei manchen Smartphones ist es auch so, dass man es im Endeffekt direkt so sehen kann. Vorab mal so ein paar Gedanken und, zur Evolution. Und viele von euch kennen das Bild, die schon mal mir Webinare gesehen haben sowieso, aber das kennen auch die meisten aus der Schule. Wir haben uns so irgendwie so vom Affen über den Affenmenschen bis zum aufrecht gehenden Menschen entwickelt, aber wenn wir ehrlich sind, müsste Evolution eigentlich so aussehen, dass wir das heute
tatsächlich durch dieses Bild ergänzen müssen. Das heißt, viele von uns sind so ein bisschen aus dem Leim gegangen oder selbst wenn sie das optimale Körpergewicht haben, stimmt oft die Silhouette nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte. Und das hat natürlich Gründe. Vor allen Dingen liegt das natürlich in erster Linie an unserem ungesunden Essen. Da wir heute auch ausgelaugte Böden haben, ist in unserem Essen auch kaum noch Mikronährstoff drin. Und hier schon mal so vorab ein Tipp, wenn ihr über normales Essen sprecht, denkt bitte immer mal an Qualität. Und denkt mal darüber nach, ob man in einem Supermarkt, der seinen Fokus eigentlich nur auf billig setzt, ob man da überhaupt noch Qualität bekommt. Also das mal nur so als Tipp. Viele von uns haben Bewegungsmangel oder sind sehr eingeschränkt in den Bewegungen, also haben immer eine eintönige Bewegung. Ich habe oft Menschen, die ich berate, auch gerade jetzt im Ernährungsbereich, die dann sagen, ich verstehe das gar nicht, ich bin Bauarbeiter oder ich bin Garten- und Landschaftsbauer, ich bewege mich doch den ganzen Tag. Aber wenn es immer die gleichen Bewegungen sind, dann ist es natürlich schon so, dass man davon ausgehen kann, dass der Körper sich daran gewöhnt und dann eben natürlich keinen zusätzlichen Kilokalorienverbrauch hat. Ganz wichtiges Thema für uns heute Stress und natürlich nicht nur Stress im Sinne von Belastungen im Beruf und zu viel Arbeit vielleicht, sondern natürlich auch Umweltstress wie Elektronisierung, World Wide Web, Umweltlärm, Luftverschmutzung etc. Das sind natürlich alles Dinge, die negativ auf uns einstürmen und dafür letzten Endes sorgen, dass wir nicht so gut abnehmen, beziehungsweise unser Stoffwechsel nicht mehr so gut funktioniert. Auch wichtig, wir haben halt nur die Zeit. Ich habe eingangs gesagt, bevor wir richtig losgelegt haben, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die ja jetzt. Und denkt bitte dran, dass der Tag nur 24 Stunden hat, letzten Endes in 168 Stunden eine ganze Woche schon vorüber ist, in 720 Stunden ein Monat und in 8.760 Stunden hat ein Jahr oder ist ein Jahr vorüber. Ja, und mit fast 600.000 Stunden bin ich 70 Jahre alt. Das heißt, wenn ich immer nur verschiebe und verschiebe und verschiebe, dann ist vielleicht auch irgendwann zu spät. Und das solltet ihr euch halt immer sagen, in dem Moment, wo ihr auch eine Entscheidung für euch treffen wollt, etwas zu verändern. Ja, ich habe hier mal die Fragen aus unserem Live-Takt-Fragebogen herausgenommen für die Body Mission. Und wenn ihr einfach mal diese drei Fragen euch nehmt und davon nur eine Frage mit Ja, stimme ich zu oder stimme ich voll und ganz zu beantworten könnt, dann seid ihr heute definitiv richtig. Wenn ihr alle drei Fragen mit Ich stimme da überhaupt nicht zu, dann ist das Body Mission Programm nichts für euch zum einen, aber dann könnt ihr natürlich trotzdem zuhören, um gerne etwas einfach zu lernen und an andere, für die das Thema wichtig ist, einfach weiterzugeben. Heute werden wir darüber reden, für wen die Body Mission gedacht ist, was das Ganze überhaupt ist, was es bringt, wie es funktioniert, ist ja auch ganz wichtig und natürlich, wie starte ich denn überhaupt meine Body Mission? Zunächst erstmal, für wen ist das Ganze gedacht? Zuerst natürlich für Menschen mit Gewichtsproblemen, also mit Adipositas, mit Übergewicht. Ob das jetzt 2-3 Kilo sind, spielt eigentlich keine Rolle oder ob es 20, 30 oder mehr Kilo sind, spielt auch keine Rolle. Ich kann mit der Body Mission tatsächlich immer zu meinem Wunschgewicht gelangen. Und das sagen wir nicht nur in der Theorie in der Nackten, sondern wir haben hier mega, mega tolle Erfahrungen, ganz tolle Praxisbeispiele. Und wenn ihr euch mal die Mühe macht und einfach mal in die Body Mission hineinschaut, was ihr könnt, da gebe ich euch nachher noch die entsprechende Webadresse, dann seht ihr auch ganz tolle, viele Erfahrungsberichte von Leuten, die Body Mission bereits sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und ich kann nur für uns sprechen in der Praxis. Wir haben in der Praxis Menschen, die schon mehrere hundert Kilo damit abgenommen haben. Das ist also keine Übertreibung. Wir haben auch schon Patienten von über 280 Kilo betreut, die heute ein Gewicht um die 100 Kilo haben, um die 90 Kilo haben. Und das ist natürlich ein echter Weg. Und da muss ich sagen, bin ich echt froh, dass wir die Body Mission hatten, weil wir hier einfach ein Programm haben, mit dem man eben auch gesund abnehmen kann. Das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr wichtig unterstützend bei Erkrankungen wie Diabetes mellitus. Und zwar jetzt zunächst erstmal egal, ob Typ 1 oder Typ 2. Aber auch bei Untergewicht kann ich die Body Mission als gesunde Zusatznahrung einsetzen, um eben etwas vermehrt Kilokalorien
zu mir zu nehmen. Es ist zum einen natürlich für den schnellen Erfolg recht interessant. Hier reden wir mal von 2-3 Kilo, maximal 5 Kilogramm. Und hier kann ich schnell und gesund abnehmen. Aber auch für den nachhaltigen Erfolg, wenn ich auf Dauer eben so bleiben möchte und Angst vor einem sogenannten Jojo-Effekt habe. Es ist also auch gut, um Gewicht und Form zu halten. Dann eben vor allen Dingen für ein gesünderes Essen unterwegs. Natürlich ist die Body Mission kein Ersatz für eine echte gesunde Ernährung. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, sondern es ist ein Weg, um vor allen Dingen von A nach B zu kommen und das auf möglichst gesunde Art und Weise. Aber wenn es darum geht, Fast Food zu vermeiden, dann ist es definitiv die gesunde Alternative. Denn ob ich mir abends schnell meine Pizza reinschiebe in den Ofen oder lieber eine Body Mission Suppe koche, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das gleiche gilt natürlich für unterwegs, wo ich meinen Shake, mein Müsli, meine Riegel mitnehmen kann. Das ist wesentlich gesünder als alles, was ihr in irgendeiner Imbissbude kaufen könnt. Und letzten Endes natürlich, um sich einfach mal wohler zu fühlen. Die Darmperistaltik wird zum Beispiel super darunter, dadurch unterstützt und letzten Endes auch mal, um Geld zu sparen. Wir haben tatsächlich, ich glaube sogar der Felix Patzer, der damals das als Beispiel gebracht hat, dass er einfach einmal im Jahr auch die Body Mission macht, um einfach auch mal ein bisschen was wieder auch an Geld zu sparen. Denn letzten Endes kann ich mit der Body Mission gesünder essen und weniger Geld ausgeben als beim normalen Essen. Also hört, hört, auch daher ist es interessant. Hast du schon lange darüber nachgedacht, abzunehmen? Und ist das dir immer so ergangen, wie ich es einfach am Anfang geschildert habe mit dem Verschieben, dass du immer sagst, naja, ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Erstmal muss ich das und das hinter mich bringen oder erstmal will ich das und das erreichen oder erstmal muss ich ja mit Sport anfangen oder. Oder kennst du auch die Probleme mit dem Jojo-Effekt, haben wir auch schon angesprochen, dass du im Endeffekt schon das eine oder andere gemacht hast, um erfolgreich abzunehmen, aber bist danach immer wieder nicht nur auf dein Gewicht zurückgeplumpst, sondern sogar ein bisschen drüber. Ganz wichtig, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, welche Art Diät habt ihr denn vorher schon gemacht? Und da kriege ich natürlich auch oft Diätsysteme geschildert, also ganz ehrlich, wo ich manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke, was und für so einen Scheiß hast du Geld ausgegeben? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Almased, wobei das hier auch zutrifft, aber es gibt tatsächlich Diätprogramme, die mehrere 100 € bis zu 1.000 € kosten und wenn du dann hörst, was da mit den Leuten gemacht wird, da kannst du dir nur noch an den Kopf fassen. Also auch da muss man sich selber hinterfragen, ne? Was habe ich denn bisher gemacht und war das überhaupt gesund? War das überhaupt richtig, was ich da gemacht habe? Und vor allen Dingen, war es nachhaltig? Hat es zu einem nachhaltigen Erfolg geführt? Und dann letzten Endes meine letzte Frage. Habt ihr überhaupt schon mal von einer sogenannten Formula-Diät gehört? Und da werden die meisten sagen, nein. Und das werde ich natürlich gleich aufklären. Viele wünschen sich, einfach mal ein anderes Gewicht zu haben, abzunehmen, sich wohler zu fühlen. Aber die meisten geben leider auf. Einige werden sogar krank. Also wir haben immer wieder sogenannte Almased-Leichen bei uns in der Praxis. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber hier können tatsächlich schwerwiegende Erkrankungen entstehen. Das ist also wirklich jetzt ernst gemeint. Und viele wiegen eben mehr als vorher durch diesen sogenannten Jojo-Effekt. Und das ist das Problem, was eben jede Menge extreme Diäten gibt. Und im medizinischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich werden die meisten davon als viel zu einseitig, vor allem nicht nachhaltig genug beurteilt und eben auch als gesundheitsschädlich. Wenn wir hier mal ein Beispiel nehmen, ich habe es vorhin schon gesagt, da das durch die Presse gegangen ist, darf ich das auch mal getrost tun. Die Almased-Diät hat nicht umsonst damals in absolut mangelhaft abgeschlossen. Warum? Es ist eine absolute Mangeldiät. Weil die Stoffe, die darin enthalten sind, sind so gut wie überhaupt nicht bioverfügbar. Und wenn ich damit jetzt nicht mal ein paar hundert Gramm verliere, sondern wirklich mehrere Kilogramm abnehme, bin ich mehrere Wochen in dieser Almased-Diät und das kann zu einem schweren Mangel an Mikronährstoffen führen und ist damit definitiv als gesundheitsschädlich einzustufen. Und wir haben tatsächlich schon heftigste Erkrankungen gehabt mit Leberversagen und so weiter in der Praxis über eine zu lang betriebene Almased-Diät. Also ihr seht, da muss man auch schon wirklich aufpassen.
Die Lösung für mich ist eine Formula-Diät, denn eine Formula-Diät ist nach Paragraph 14 eine Diät, die eben wirklich ganz klar ohne Mangel funktioniert. Und das ist etwas, was wir in der Praxis unbedingt brauchen. Wir brauchen sichere Produkte. Und wenn du natürlich mit einem Patienten, ich sag mal nicht nur 5 Kilo, sondern 10, 15, 20, 30, 50, 60, vielleicht sogar 100 oder mehr Kilogramm abnimmst, dann reden wir ja von Menschen, die man nicht nur 3 Monate begleitet, sondern unter Umständen auch mal 1, 2, 3 Jahre. Und stellt euch vor, man würde in dieser Zeit mit einer Formula-Diät einen Mangel erleiden, dann wäre natürlich eine schwere Krankheit oder sogar vielleicht im schlimmsten Fall der Tod die Folge. Und insofern brauchen wir Produkte, wo wir zu 100% wissen, in diesen Mangel kann ich auf keinen Fall abrutschen. Und das genau besagt die Formula-Diät. Das heißt, es ist ein geschützter Begriff. Und leider nennen sich einige Diäten Formula so und so und Formula so und so, um die Leute zu veräppeln. Einfach, dass sie denken, ach, das ist ja eine Formula-Diät. Letzten Endes ist es aber meistens keine. Das Problem bei vielen Diäten natürlich im medizinischen Bereich ist natürlich, dass sie halt nicht schmecken oder nicht abwechslungsreich sind. Und das finde ich halt total cool. Das ist hier bei der Bonnie Mission definitiv gegeben. Im Alltag scheitern natürlich viele Diäten, weil man Dauerhunger hat, weil die Abwechslung einfach fehlt, weil es total unpraktisch ist. Ich eventuell halt immer irgendwo eine Superküche brauche, um mir alles vorzubereiten oder anzurichten. Letzten Endes natürlich, weil nur verzichtet wird und zwischendrin ich noch nicht mal eine Geburtstagsfeier mitmachen darf oder eben auch, weil einfach die Motivation oder die Unterstützung fehlt. Und da hat sich die Firma LR eben wirklich Gedanken gemacht und hat hier die absolute Lösung entwickelt, nämlich die Body Mission, und zwar die 28-Tage-Body Mission und die 3-Monats-Body Mission als Formula-Diät. Was ist das Ganze? Es ist eine Lösung, die ganzheitlich ansetzt, also wo man ganz klar sich auch Gedanken gemacht hat, warum scheitern denn überhaupt Diäten? Es ist eine schnelle Lösung, eine sehr einfache Lösung. Auch hier kann ich nur dazu sagen, unsere Tochter hat sie damals gemacht, da war sie 16 und hat da wirklich super, super einfach und gut und gesund mit abgenommen. Und das Schöne war, sie hat die ganzen Rezeptideen nachgekocht und hat uns natürlich auch noch verwöhnt. Insofern hatten wir auch noch was davon. Und wenn das eine 16-Jährige problemlos in den Griff bekommt, dann denke ich mir, ist ja klar, das ist ja wirklich eine einfache Geschichte, die man dann eben hier durchführen kann. Was ich wichtig finde als Heilpraktiker ist, es ist eine nachhaltige Lösung. Das heißt, die Patienten, die wir begleitet haben, sei es jetzt im Diabetesbereich oder sei es eben auch im reinen Adipositasbereich, übrigens auch sehr viele im Bluthochdruckbereich, haben alle komplett nachhaltig abgenommen. Natürlich ist es auch bei der Body Mission so, dass wenn ich hingehe und irgendwann mal genau über Jahre lang wieder die gleichen Fehler gemacht habe, die ich vorher gemacht habe, werde ich natürlich trotz Body Mission auch hier irgendwann wieder zunehmen. Aber das Ziel der Body Mission ist ja, wie gesagt, nicht nur von A nach B zu kommen, sondern in dieser Zeit eine gesunde Ernährung zu erlernen, die ich dann natürlich, wenn ich bei B bin, weiter einhalte, um eben dann auch wirklich alles an Gewicht zu halten. Damit ist es für mich natürlich nicht nur nachhaltig, sondern auch eine Lösung, um wirklich gesund abzunehmen. Interessant ist auch die individuellen Möglichkeiten, die ich habe. Ich kann nicht nur alle Geschmacksrichtungen unterschiedlich aussuchen. Es gibt Menschen, die Body Mission nur mit Shakes oder mit Müsli gestalten. Wir haben aber auch Suppen. Wir haben die Möglichkeit von Riegeln, die ich mir zum Beispiel, wenn ich viel unterwegs bin, zusätzlich kaufen kann und damit natürlich eine optimale Abwechslung habe. Dann ist sehr interessant, dass auf der einen Seite natürlich die Natur die Vorlage für unsere Produkte gibt, aber die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse halt hier immer wieder einfließen. Und damit haben wir halt immer sehr, sehr erfolgreiche Produkte. Und das kann man eben mit der Body Mission hier absolut unterstreichen. Und letzten Endes eben, wie gesagt, ein ganzheitliches System, weil zum Abnehmen gehört nicht nur Ernährung, sondern gehört natürlich auch Motivation, Unterstützung, Bewegung, Säure-Basen-Haushalt etc. Und all das ist in der Body Mission enthalten. Sie funktioniert schnell, vor allen Dingen auch durch die Diät-Booster, die auf ganz natürliche Art und Weise den Stoffwechsel erhöhen. Sie funktioniert eben einfach. Ich habe es vorhin mit unserer Tochter, mit der Ronja, schon erzählt, dass wir hier einfach echt ein Konzept haben, was komplett
umzusetzen ist, einfach umzusetzen ist, wo ich halt wirklich übers Internet begleitet werde mit Rezeptideen, mit allem, was dazugehört. Und sie funktioniert eben vor allen Dingen nachhaltig, also ohne Jojo-Effekt, was wir in der Praxis immer wieder sehen können. Was bringt mir das Ganze? Zum einen bin ich natürlich gesünder, denn Ernährung alleine spielt, was Gesundheitserhaltung betrifft, mindestens 60% eine Rolle. Kann man immer wieder nur unterstreichen, unterstreichen und unterstreichen. Und ihr wisst selber, ein optimales Körpergewicht ist natürlich dafür eine optimale Voraussetzung, um eben keine Probleme mit Gelenken zu bekommen, weniger Erkrankungen zu bekommen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder andere. Gleichzeitig ist man natürlich auch agiler, und wenn man agiler ist, ist man nicht nur körperlich, sondern auch geistig fitter. Man sieht definitiv immer besser aus, und auch das hat natürlich zweierlei Wirkungen. Zum einen natürlich eine äußere Wirkung, wo mein Gegenüber auch ganz anders auf mich reagiert. Das ist einfach so und das ist auch völlig natürlich, weil ich attraktiver in dem Moment bin. Und auf der anderen Seite, wenn dieses Feedback natürlich kommt, ist das unwahrscheinlich gut fürs Selbstbewusstsein. Also es gibt nichts Schöneres, als täglich Komplimente zu bekommen. Und man fühlt sich natürlich besser, weil das fängt ja alleine schon mit sowas Banalem an, wie sich hinzusetzen und die Schuhe zuzuknoten, wenn da natürlich ein Bauch nach oben drückt. Oder ich zum Beispiel die Treppen nicht gut hochkomme und schnaufen muss, dann fühle ich mich definitiv nicht wohl. Und in dem Moment habe ich natürlich ein ganz anderes Wohlbefinden, wenn ich eben mein Wunschgewicht erreicht habe. Und dann kriege ich es natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, von außen noch entsprechend bestätigt. Wie funktioniert denn das Ganze? Um uns das zu verdeutlichen, müssen wir zunächst erstmal wissen, was gibt es denn überhaupt für Störungen, die wir zu beachten haben? Und in erster Linie haben wir natürlich unter Umständen Probleme im Insulin- oder im Zucker-Insulin-Haushalt, also in diesem Wechselspiel. Unter Umständen gibt es aber auch Probleme im Säure-Basen-Haushalt. Oder vielleicht funktioniert mein Darm nicht ganz richtig. Und letzten Endes könnte man das Ganze noch ergänzen. Es kann natürlich auch sein, dass in meinem hormonellen System nicht mehr alles optimal eingestellt ist. Kommen wir zunächst erstmal zum Insulinhaushalt. Die Probleme, die wir heute in der Nahrung haben, sind vor allen Dingen zu sehen in fertigen Produkten. Denn in Produkten sind immer Zucker verarbeitet. Das erkennt ihr immer durch die Endung -ose, also ein Zucker hat immer die Endung -ose bei Zutaten. Und wenn ihr das natürlich seht, solltet ihr sofort von einem Produkt die Finger lassen. Die Nahrungsmittelindustrie hat natürlich erkannt, dass die Leute bewusster werden und geht heute leider Gottes hin und versteckt natürlich Stärken und Zucker über Mais oder zum Beispiel auch über Getreide. Und jeder, der von euch zum Beispiel Hunde hat, weiß, dass ein Trockenfutter mit Getreide richtig schlecht ist für die Hunde und die Hunde dadurch schwer krank werden und Übergewicht bekommen und schlechte Zähne bekommen. Und wir machen uns aber über unsere Produkte gar keine Gedanken, denn in unseren Produkten ist auch ganz oft Getreide zum Beispiel in Form von Weizen vor allen Dingen, aber auch eben in Form von Mais als einfache Stärke, als Zucker, als einfaches Kohlenhydrat enthalten. Und das sind natürlich die versteckten Dickmacher Nummer eins. Denkt aber auch mal an versteckte Zucker in Produkten wie Ketchup, ja, oder was auch immer. Ja. Dann kommt hinzu, dass wir einen sehr, sehr hohen Getreidekonsum haben. Getreide verträgt der Mensch eigentlich gar nicht. Ich hoffe, mich steinigt jetzt an dieser Stelle keiner. Das heißt, es gibt kein gesundes Brot. Also wenn es ein Mehlprodukt ist, ne? Wenn ich natürlich ohne Mehl arbeite, kann ich auch ein gesundes Brot haben. Ansonsten gibt es natürlich nur ein weniger schädliches Brot. Also ein Vollkorn-Getreidebrot ist natürlich weniger schädlich als ein normales Weizen-Weißbrot. Gesund ist es dennoch nicht, denn Getreide können wir gar nicht richtig verarbeiten. Aber guck mal, wie oft essen wir heute in Form von Brot, aber auch in Form von Teigwaren wie Nudeln, zum Beispiel Getreide. Ja? Dann natürlich kommen auch Dinge wie Reis dazu oder eben Zucker, der überall eben versteckt oder in direkter Form enthalten ist. Das Problem ist, dass all diese Dinge kurzfristig zu einem hohen Zuckeranstieg in unserem Blut sorgen. Dann unser Körper sofort reagiert durch eine extrem hohe Insulinproduktion. Und da haben wir jetzt ein Problem, dass Insulin funktioniert wie eine Art Türsteher und sorgt letzten Endes jetzt dann für einen Unterzucker. Das heißt, wenn mein Insulinspiegel sehr hoch ist, kann in meinem Organismus kein
einziger Milligramm Fett verbrannt werden. Gar keiner. Das ist so, wie du kommst hier nicht rein. Ja, da kann ein ganzer Bus an Fett vor der Tür stehen. Fett kommt in dem Moment nicht in die Zelle. Und was jetzt gemein ist, ist natürlich, das Fett, was jetzt nicht verbrannt werden kann, wird dann natürlich sofort als Depot angelegt. Ist mein Zucker dann noch zu hoch im Blut, obwohl er in die Zellen geschleust wird durch das Insulin, muss unser Körper sich natürlich schützen vor schweren Erkrankungen wie Diabetes und dann macht er aus dem Zucker oder aus der Stärke so schnell wie möglich Fett, damit das einfach irgendwo ansetzen kann und damit es nicht mehr im Blut rumschwimmt. Falle ich in die Unterzuckerphase, habe ich auch wieder ein Problem, weil in der Unterzuckerphase gaukel ich meinem Körper einen Hungerzustand vor. So nach dem Motto, der Winter naht. Und was macht unser Körper auf ganz natürliche Art und Weise? Er bevorratet auf der einen Seite und als zweites spart er Energie, weil wenn er Energie spart und nicht so viel seine Vorräte verbraucht, komme ich länger mit meinen Reservoirs hin. Und das macht er, indem er einfach Muskeln verliert, weil dadurch verbrauche ich weniger Energie. Das heißt, ich verliere Muskeln und gleichzeitig macht er aus allem, was er kriegen kann, Fett. Das heißt, wenn ich so esse und immer zwischen Überzucker und Unterzucker hin und her pendel, verliere ich Muskeln und baue Fett auf. Das geht sogar so weit, dass wenn jemand wenig isst an Kilokalorien, er natürlich nicht zunimmt, aber sich seine Silhouette komplett verändert. Denkt mal hier so an ältere Damen im Tennisröckchen, ne, die dann so dünne Beinchen haben, aber so einen kleinen Diabetikerbauch, so einen kleinen Kugelbauch. Die haben immer noch ihre 55 Kilo mit 70 oder mit 80. Aber die sind eben nicht mehr schön schlank und in der richtigen Silhouette, sondern im Grunde genommen haben sie schmale Schultern, einen dicken Bauch und dünne Beine. Und das Gleiche gilt natürlich dann für ihren Mann, wo sie dann ganz stolz sagt, ja, und der Fritz, und da passe ich immer auf, und er hat immer noch seine 70 Kilo. Ja, als 18-Jähriger hat der Fritz mit 70 Kilo aber so ein Kreuz gehabt und so eine Taille. Als 70-Jähriger hat er jetzt so ein Kreuz und so eine Taille. Ihr seht also, Gewicht hat es erstmal mit Gesundheit und ich sag mal mit Körperfett und Muskeln per se nichts zu tun. Und das ist ganz wichtig. Menschen, die jetzt falsch essen, was ja 90% der Bevölkerung machen und ihr Gewicht nur dadurch halten, dass sie einfach immer zu wenig essen, dann bleiben die zwar im Gewicht wunderbar, aber wie ich gerade eben sagte, der Körper verändert sich von der Silhouette und das ist auch nicht gesund. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel von einem gestörten Stoffwechsel. Wir machen bei uns im Institut sogenannte Atemgasanalysen. Und die Atemgasanalyse, da kann ich also genau messen, wie ist denn der Sauerstoff in meiner Umgebungsluft, was atme ich sozusagen ein und was scheide ich an Sauerstoff wieder aus. Das Gleiche gilt dann noch für den Kohlendioxid. Und aufgrund dieser Werte kann man relativ genau bestimmen, wie viel Fett ein Körper verbrennt, wie viel Zucker ein Körper verbrennt, was er insgesamt verbrennt und wie so sein Säure-Basen-Haushalt aussehen müsste. Und wenn ihr euch mal hier dieses Bild anguckt, das ist eine Person, die ist noch relativ jung, als ich damals den Test gemacht habe. Das ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, war derjenige gerade, glaube ich, 18 oder 19 und kam mit einem Diabetes zu mir, angeblich einem Diabetes Typ 1, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil er hat es erst mit 18 entwickelt. In der Prüfungsphase hat er nämlich nur Süßigkeiten gegessen. Und der hatte seine Leber richtig abgeschossen. Den haben wir übrigens nur über die Body Mission, Aloe Vera und Probalance heilen können. Da ist also gar kein Problem mehr da. Heute ein gesunder, schlanker, junger Erwachsener. Aber zu der Zeit hatte er aufgrund der Prüfungsvorbereitung nur Brot, Nudeln, Teigwaren und Süßigkeiten gegessen. Einfach alles, was immer ganz schnell in der Küche zuzubereiten war, dass er wieder in sein Arbeitszimmer gehen konnte und weiter lernen konnte. Ihr seht, der hat einen relativ normalen Stoffwechsel von der Gesamtleistung her. Also ideal wären 100%. Mit 118% war er an so einem ganz leichten Stressstoffwechsel. Hat also doch auch mehr Kilokalorien verbraucht. Aber, und jetzt kommt es, eben fast nur in Form von Zucker. Der war bei 357% reine Zuckerverbrennung und null Fettverbrennung. Warum? Weil er immer in diesem Überzucker, Unterzucker, Überzucker, Unterzucker, Überzucker, Unterzucker hin und her gependelt ist. Dann seht ihr den CO2-Wert, der hat also ohne Ende Kohlendioxid, nicht nur
gemacht, also hat ohne doch produziert, Entschuldigung, also er hat ohne Ende Kohlendioxid produziert, der hätte niemals eine grüne Plakette bekommen. So eine Kohlendioxidproduktion, müsst ihr euch vorstellen, entsteht immer dann, wenn ich ein besonders hohes Zellsterben habe, beziehungsweise wenn ich in einem sogenannten Gärungsstoffwechsel bin. Das heißt, er hatte schon richtige Stoffwechselblockaden und das bedeutet natürlich, er war müde, abgeschlagen, kaputt, konzentrationsschwach etc. Und aus diesen Stoffwechselblockaden entwickeln sich immerhin 80% aller uns bekannten Erkrankungen, nämlich die sogenannten Zivilisationserkrankungen. Woran kann man das wieder festmachen? Das können wir am FO2-Wert sehen, am FeO2-Wert sehen, denn der besagt, wie viel Sauerstoff wird ungenutzt ausgeschieden. Und ein Normalgesunder scheidet etwa 15% ungenutzten Sauerstoff wieder aus. Wenn er nicht so gut ist im Stoffwechsel, dann kann das auch mal bis zu 16% sein. Aber wenn ich über 17% ungenutztem Sauerstoff liege, habe ich definitiv sogenannte Stoffwechselblockaden. Das heißt, es haben sich schon Stoffwechselgifte, sogenannte Metaboliten, saure Metaboliten im Zellzwischenraum abgelagert. Und damit sind natürlich Erkrankungen vorprogrammiert. Ja, übrigens, den haben wir auch davon wegbekommen. Das macht vor allen Dingen die Aloe Vera, dass er das schon mal euch so ein bisschen im Hinterkopf merkt. Hier haben wir ein schönes Zitat von dem Herrn Kurt Mosetter, der sagt, Zucker, der heimliche Killer, also er hat ein richtig cooles Buch geschrieben und dass ihr das euch einfach mal durchlest, was Zucker alles anrichten kann. Ein weiteres Problem ist immer der Säure-Basen-Haushalt. Und hier scheitern übrigens tatsächlich fast alle Diäten. Denn was ja völlig normal ist, ist, wenn ich abnehme, dass ich Zellen abbaue. Denn ich baue ja Fettzellen ab. Immer dann, wenn ich aber einen erhöhten Abbau von Zellen habe, habe ich auch gleichzeitig einen erhöhten Abbau von Zellmembran. Und diese Abbauprodukte sind sauer. Das sind sogenannte saure Metaboliten, also saure Stoffwechselrestprodukte. Und wenn die zu viel werden, ist das Problem, dass die Ausscheidung nicht mehr damit nachkommt, diese Stoffe auszuscheiden. Also wir scheiden ja aus über Urin, Stuhl, über die Haut und auch über die Atmung. Die schafft das dann nicht mehr. Jetzt kann unser Körper nur noch mit zwei Sachen gegenregeln. Einmal, indem er das Ganze abpuffert. Das macht er durch die im Körper abgelagerten oder in der Wachstumsphase abgespeicherten Mineralien, die sind nämlich basisch, also das Gegenteil von der Säure. Das heißt, meine Haut, Haare, Nägel, Knochen, Organparenchym, Muskeln, alles wird schlechter. Und mit den restlichen sauren Metaboliten, die verschiebt er eben, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, in den Zellzwischenraum, wie wir das vorhin auch bei dem jungen Mann sehen konnten. Und dann kann der Sauerstoff und der Nährstoff nicht mehr richtig zur Zelle. Und wenn der Sauerstoff und der Nährstoff nicht mehr richtig zur Zelle kommt und ich in einen Gärungsstoffwechsel übergehe, dann verbrenne ich nicht mehr richtig. Und das heißt natürlich, wenn ich nicht mehr richtig verbrenne, ich kann auch nicht richtig abnehmen, weil ich die Nahrung faktisch nicht mehr richtig zur Energie machen kann. Und dann wird der ganze Rest einfach umgewandelt in Körperfett und ich werde nicht nur einen schlechteren Stoffwechsel haben und krank werden oder solche Sachen, sondern letzten Endes wird echt regelrecht die Zellatmung blockiert. Mein Kilokalorienverbrauch sinkt dann wieder und ich baue letzten Endes Fett auf. Und das entwickelt sich bei den meisten Diäten so nach 2 bis 4 Wochen. Das ist der Grund, warum dann die Menschen noch weniger essen. Und wenn es wieder nicht klappt, essen sie noch weniger und irgendwann mal essen sie gar nichts mehr und dann gucken sie sich ein Stück Kuchen nur noch an und werden sofort wieder dick. Das liegt eben an diesem Säure-Basen-Haushalt. Lipton ist einer der führenden modernen Wissenschaftler in der Zellforschung, bringt es eigentlich auf den Punkt, indem er sagt, ein gesundes Umfeld erzeugt gesunde Zellen, ein krankes Umfeld natürlich entsprechend kranke Zellen. Und mit Umfeld ist zum einen natürlich im Organismus unser Zellzwischenraum gemeint, also die Umgebung, die direkte der Zelle, aber tatsächlich auch unser eigenes Umfeld. Und das wisst ihr alle, wenn ich mich nur mit kranken Menschen umgebe, wie soll ich da gesund sein? Wenn ich mich nur mit Menschen mit Übergewicht umgebe, wie soll ich da auf Dauer mein Gewicht halten und gesund bleiben? Ihr wisst selber, das Umfeld steckt natürlich irgendwann mal in irgendeiner Form an, und zwar positiv wie negativ. Also auch das ist damit gemeint. Kommen wir zum dritten Problem. Moment, ich muss einen kleinen Schluck trinken. Es ist natürlich unser Dünndarm in erster Linie, denn der Dünndarm ist
die Station im Organismus, die eben unsere Mikronährstoffe aufnimmt. Und auf der anderen Seite auch die Station im Körper, die Stoffe, die wir nicht aufnehmen dürfen oder sollten, eben nicht aufnimmt. Und eine schlechte Ernährung, vor allen Dingen auch Medikamente, auch Antibiotika zum Beispiel, aber auch alleine Stress und tatsächlich auch Dinge in gesunder Ernährung, wie in Gemüse und Obst, Lektine, wenn ich jetzt Obst und Gemüse immer als Rohkost esse, führen auf Dauer zu einer Störung in unserer Darmwand und in unserer Darmflora. Und damit kommt es dann zu einem Rückgang der physiologischen Keime. Es kann sowas wie ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom, also kleine Löcherchen im Darm, entstehen. Und gleichzeitig werden die pathologischen, die krankmachenden Keime nicht mehr gedrückt, also nicht mehr gehemmt. Und dann kommt es irgendwann mal zu einem Ungleichgewicht, zu einer sogenannten Dysbiose. Das heißt jetzt, dass die schlechten Darmkeime überwiegen, die physiologischen Darmkeime in der Zahl zurückgehen. Und in dem Moment habe ich zum einen natürlich Störungen in der Verdauung. Ich habe eine Darmträgheit, die ich entwickle. Und ich verwerte meine Nahrung nicht mehr im Sinne der Güte, also vor allen Dingen im Sinne der Mikronährstoffe. Das Gemeine ist, den Zucker und die Stärke, die nehme ich im Regelfall dann immer noch optimal auf. Und dann ist natürlich die Folge logischerweise ein Übergewicht, denn wenn mir bestimmte Vitamine und Mineralien, also Mikronährstoffe, an den Zellen fehlen, können diese eben nicht mehr optimal arbeiten. Und dann habe ich wieder das gleiche Problem, wie vorhin schon geschildert. Und Alexandre Dumas hat es im Prinzip treffend gesagt, wir leben nicht von dem, was wir essen, sondern von dem, was wir verdauen. Ihr seht an seinem Bild, er hat sehr gerne verdaut. Und es trifft aber den Nagel auf den Kopf. Es geht um die Qualität und nicht um die Quantität. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Body Mission, vor allen Dingen auch nachher bei den Rezeptideen. Ja, schauen wir uns die Body Mission mal als solches an. Wir haben die Body Mission, ich habe die jetzt ergänzt durch das Canaloa dazu, da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben einmal eine Basislösung, wir haben individuelle Aufbauprodukte, da gehört das Canaloa eben als neues Produkt mit hinzu. Und wir haben auf der anderen Seite Expertentipps, also drei Bausteine, auf denen das ganze System beruht. Fangen wir mit den Basislösungen mal an. Wir haben im Grunde genommen eine ganz einfache Funktion. Wir haben einen Mahlzeitenersatz. Das ist im Prinzip die Formula-Diät. Das heißt, ich kann über Shakes, über ein speziell abgestimmtes Müsli, über Suppen, aber auch zum Beispiel, wie ich vorhin ja sagte, für unterwegs, über Riegel, eine komplette Mahlzeit ersetzen. Und Leute, glaubt mir, das ist krass, das funktioniert. Ihr werdet, und das verspreche ich euch, für mehrere Stunden absolut pappsatt. Voraussetzung ist natürlich, selbst wenn man einen Shake macht, der zu trinken ist, dass man den Mund bewegt und so ein bisschen auch kaut. Wenn man vor allen Dingen mit den Riegeln arbeitet, bitte lange, lange, lange kauen. Das ist ganz, ganz wichtig und genügend Flüssigkeit zu euch nehmen. Aber ich bin immer wieder begeistert, wie viele Menschen, die wir betreuen, die mir immer wieder sagen, hä, davon soll ich satt werden. Ich bin viel Esser, ich bin gerne Esser, mir sofort nach ein, zwei Tagen schon sagt, boah, das ist ja wohl der Hammer. Ich habe 3, 4, 5 Stunden Ruhe. Ich habe null Hungergefühl. Ich bin mega satt geworden. Und das ist das, was ich halt so super finde. Dadurch haben wir deutlich die Kilokalorienzahl reduzieren können. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber ein absolutes Sättigungsgefühl. Dazu haben wir dann bestimmte Diätbegleiter. Und das ist vor allen Dingen das Probalance, das Protein Power und der Kräuterfastentee, da gehe ich gleich nochmal im Einzelnen drauf ein. Und was ganz wichtig ist, natürlich zur Motivation, zur Unterstützung, zur Information haben wir dann eben den Abnehmcoach, den wir eben dann auf unserer Website entsprechend hochladen können. Der Mahlzeitenersatz ist gegeben in erster Linie durch die Shakes, die Suppen und ein abgestimmtes Müsli, die Active Flakes. Und es ist unwahrscheinlich abwechslungsreich vom Geschmack her, das muss ich echt sagen. Und es ist vor allen Dingen sehr, ja, wie soll man sagen, also es ist halt voll, es ist sättigend. Also bei den Shakes müsst ihr echt aufpassen, dass ihr die nicht irgendwie zu lange stehen lässt, sonst habt ihr dann eher einen Pudding. Bei den Suppen ist es wirklich so, dass die für mich eher einen Eintopfcharakter haben. Und ihr könnt die natürlich auch aufpeppen, indem ihr zum Beispiel, was weiß ich, in die Currysuppe ein bisschen Geflügel mit reinmacht oder Gambas mit reinmacht, in die Tomatensuppe vielleicht ein bisschen Gemüse oder Thunfisch passt zum Beispiel auch ganz toll da rein.
Bei der Kartoffelsuppe finde ich Räucherlachs zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Und ihr könnt in den Shakes natürlich auch ein bisschen frisches Obst mit reinmachen. Sandra und Hans zum Beispiel, die machen da immer ein ganz, ganz tolles Frühstück mit, indem sie einfach dann wirklich so das Obstschälchen mit dem Figo aktiv übergießen. Also hier gibt es ganz viele Variationsmöglichkeiten. Lasst euch hier bitte von Leuten, die die Body Mission schon mal gemacht haben, auch an die Hand nehmen. Es macht dann eben auch richtig Spaß und ist abwechslungsreich. Ich liebe die Body Mission vor allen Dingen im Sommer. Da mache ich es zwischendrin alleine schon wegen dem Latte Macchiato Shake. Den mache ich dann zum Beispiel gar nicht mit Milch an, sondern mit Wasser und einem Schuss Sahne und ansonsten mit einem Kaffee, den ich mir habe morgens gekocht und dann kalt werden lassen. Und dann mache ich ein paar Eiswürfel rein und mixe das Ganze. Und dann hat das echt so einen richtigen Eiskaffee-Charakter. Also es ist mega lecker. Also ihr habt da, wie gesagt, ganz, ganz viele Variationsmöglichkeiten, ne, wie ihr schon raushört. Bei den Riegel ist es halt so, dass ich die halt einsetzen würde, wenn man unterwegs ist oder wenn man so unbedingt mal was Süßes haben möchte. Aber bitte nicht zusätzlich. Es ist wirklich eine komplette Ersatzmahlzeit. Und im Normalfall ersetze ich halt zweimal am Tag meine Mahlzeit durch ein Body Mission Produkt beziehungsweise ein Figuaktiv Produkt und esse einmal am Tag gesund. Und da habt ihr natürlich hier einen ganz, ganz tollen Ratgeber mit Hunderten von Rezepten, die ihr euch auch übrigens ausdrucken könnt, auch für später ganz interessant zum Nachkochen, dann eben auf eurer entsprechenden Internetseite. Die Diätbegleiter, die sind sehr wichtig, denn es gibt ja entsprechende Probleme, die wir vorhin angesprochen haben. Und zunächst erstmal möchte ich euch hier ein geniales Powershake vorstellen. Übrigens auch sehr, sehr interessant für jeden, der im Fitness- oder Bodybuilding-Bereich arbeitet. Es gibt meiner Erkenntnis nach kein hochwertiges Proteinpulver. Wir haben eine Wertigkeit von 165. Ich habe mir das extra nochmal von der Produktberatung bei LR bestätigen lassen. Und wir haben eben ein 5-Komponenten-Protein. Das bedeutet, Proteine werden über einen unterschiedlichen Zeitraum abgebaut, je nachdem, was es für ein Protein ist. Und LR hat jetzt das so kombiniert, dass du im Grunde genommen in 5 verschiedenen Zeitfenster in der Eiweißsynthese oder in der Proteinsynthese bist. Und das, der Clou ist, immer wenn ich in der Proteinverarbeitung bin, das bin ich vor allen Dingen nachts, wenn ich schlafe, habe ich gleichzeitig eine extrem erhöhte Fettverbrennung. Und das ist eben der Sinn des Ganzen. Das heißt, etwa so eine gute Stunde vorm Schlafengehen trinke ich mein Protein-Powershake. Das sorgt zum einen dafür, dass meine Muskulatur eben nicht abbaut in der Diät und sorgt für das, also zum anderen eben dafür, dass ich fast in der kompletten Nacht in der Proteinsynthese und damit zu 100% im Fettstoffwechsel bin. Und das ist so dieses sogenannte Schlank-im-Schlaf-Prinzip. Ja, also hier ganz, ganz wichtiger Bestandteil als Diätbegleiter. Schmeckt auch sehr gut, ist sehr einfach anzumachen. Ihr braucht ungefähr 125 Milliliter Flüssigkeit. Das heißt, man kann hier eine entsprechend laktosefreie Milch zum Beispiel nehmen oder eben auch normale Milch nehmen. Ich selber nehme am liebsten Wasser und einen ganz kleinen Schuss Sahne. Durch das Fett in der Sahne habe ich den Geschmacksträger. Dadurch, dass ich dabei 1 zu 10 das Ganze eben mixe, habe ich eben kaum zu viel Kalorien dadurch und habe eben einen ganz, ganz tollen Geschmack. Das Ganze peppe ich sehr gerne auf. Übrigens auch bei den Eiweißshakes, zum Beispiel bei Vanille, mache ich das auch. Aber eben auch bei unserem Powershake. Ich mache gerne Naturzimt ein bisschen rein, also so ein Biozimt und eben eine halbe ausgepresste Zitrone. Dadurch wird das Ganze noch besser resorbierbar. Das heißt, wird noch schneller in den Körper aufgenommen und kriegt noch mal so einen richtig leckeren Geschmack. Der Kräuterfastentee ist natürlich wahnsinnig interessant aufgrund seiner Zusammensetzung. Wir haben einmal eine Nierenunterstützung, wir haben eine Darmunterstützung für die Darmperistaltik. Das Hungergefühl wird deutlich gedämpft durch den Mateanteil. Lemongrass entwässert sehr gut und das Süßholz fördert dann wieder die Fettverbrennung und das Ganze macht eben auch aktiv und wach. Auch hier
Den Figo-Aktiv-Tee würde ich also mindestens 1 Liter am Tag davon empfehlen, zusätzlich zu 2 Litern oder 1,5 Liter normales Wasser ohne Kohlensäure. Ich bin fasziniert von diesem Tee. Im Herbst, Winter trinke ich ihn natürlich gerne auch wirklich richtig heiß oder warm. Ich bin übrigens Englisch-Teetrinker, das heißt, ich mache keine Milch da rein, sondern ich mache tatsächlich einen kleinen Schuss Sahne da rein. Auch hier wieder eine Geschmacksverstärkung und trotzdem eben nicht zu viele Kalorien. Mega interessant ist der Kräuterfastentee, aber auch wenn man gerne Kaltgetränke mag. Hier als kleiner Tipp, kann man wunderbar, wenn man es kalt werden lassen hat, mit einer ausgepressten Zitrone peppen und dann eben noch einen kleinen Anteil Aloe Vera Drinking Gel. Und dann habt ihr ein richtig cooles, leckeres Erfrischungsgetränk. Kann man im Sommer dann immer wieder auch mit frischen Kräutern, mit Basilikum, mit Eiswürfeln und solchen Sachen peppen. Ganz wichtig, wir haben vorhin über den Säure-Basen-Haushalt gesprochen, ist natürlich definitiv unser Probalance. Das Probalance, wisst ihr aus den anderen Webinaren, gleicht auf ganz natürliche Art und Weise unseren Säure-Basen-Haushalt ein. Und wichtig ist halt, wir haben hier zu 100% bioverfügbare Mineralien. Denn Mineralien einzeln aufgenommen, kann der Körper überhaupt gar nicht verwerten. Also wenn ihr nur Magnesium Perlat zum Beispiel zu euch nehmt, kann der Körper das gar nicht aufnehmen. Oder Calcium Sandos, weil ihr braucht dann immer ganz, 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 ganz viel, um nachher so ein bisschen im Körper zu haben. Und jeder Apotheker wird oder Pharmazeut wird mir das bestätigen. Also natürlich funktionieren Mineralien einzeln, aber ihr braucht halt immer Wahnsinnsmengen. Wenn ihr aber die Mineralien in exakt ihrem richtigen biologischen Verhältnis zueinander aufbaut, dann braucht ihr relativ wenig und habt zu 100% eine Aufnahme in den Organismus. Und dadurch zeichnet sich unser Probalance aus. Das heißt, der Säure-Basen-Haushalt wird verbessert, das Bindegewebe wird verbessert. Wir haben immer wieder Schilderungen von Menschen, die sehr viel abgenommen haben und eben sehr glücklich sind, weil sie das Ganze eben ohne, dass das Gewebe Schaden nimmt oder leidet, geschafft haben. Natürlich ist es so, wenn ich schon eine kaputte Haut habe und Hautriss habe, das kann ich damit nicht reparieren, aber ich kann wirklich dafür sorgen, dass mein Bindegewebe besser wird und straffer wird. Und das ist natürlich beim Abnehmen natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Dann haben wir im Programm enthalten den Abnehmcoach und das fand ich nochmal sehr nett, auch von Marco Riegel, der hat mich da auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, denn was viele gar nicht von euch wissen ist, den Abnehmcoach, den könnt ihr wirklich alle anklicken, selbst wenn ihr noch nicht in der Body Mission drin seid. Und das ist natürlich auch cool, mal jemanden einfach auch zu geben, um sich da einzuloggen und das Ganze sich anzugucken, weil das Programm selber einfach erklärt wird da drin. Und es ist echt ein richtiges Rundum-Paket. Ihr habt richtig coole Fitnessvideos, Fitnessanleitungen, Übungen für den Alltag, die man gerade jetzt, wo die Fitnessstudios zu haben, eben super bequem zu Hause machen kann. Finde ich eine richtig tolle Idee. Ihr habt ganz tolle Tipps für den Alltag. Ihr habt aber auch eben ganz eine riesen Latte an Rezepten. Ihr könnt da sogar vegetarisch eingeben, ihr könnt Fleisch und Fisch eingeben, ihr könnt gemischte Kost eingeben. Also ist für jeden Geschmack etwas dabei und eben auch sehr, sehr einfach gehalten und entsprechend auch einfach beschrieben, immer für eine entsprechende Personenzahl und je nachdem müsst ihr einfach verdoppeln. Das heißt, da kann auch wirklich die Familie mal mit essen und die essen dann halt einfach gesund und für die ist es ja dann auch nicht verkehrt, entsprechend da eine Nahrung zu haben, die gesund ist und wo man ein bisschen auf die Kalorien achtet. Für die Motivation haben wir auch Erfolgsgeschichten damit drin. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr die Body Mission macht, eure eigene Body Mission startet, eure eigene Erfolgsgeschichte dort hinterlegen. Es ist ganz einfach erklärt, es ist selbsterklärend, wie man sich da durchklickt. Ihr müsst halt nur den Newsletter aktivieren und dann seid ihr aktiv in diesem Programm mit dabei. Das Ganze unter www.body-mission.de. Dazu, und das habe ich vorhin ja schon gesagt, haben wir halt individuelle Aufbaulösungen. Das heißt, das gesamte Lifetag-Programm basiert immer auf diesen 3 Bausteinen. Basis, individueller Aufbau und Expertentipps. Und bei den Aufbaulösungen, die habe ich heute noch durch 2 Sachen ergänzt, die mir sehr wichtig waren, haben wir natürlich in
erster Linie zunächst erstmal das Aloe Vera Drinking Gel. Und zwar jetzt mal egal welches. Wir haben verschiedene Aloe Vera Trinkgele, aber alle entschlacken, entgiften, entsäuern und entfetten. Reinigen den Darm auf makroskopische Art und Weise und in der mikroskopischen Art und Weise reinigen sie den Zellzwischenraum und unterstützen damit zu 100% den Zellstoffwechsel. Und sie regulieren zusätzlich den Säure-Basen-Haushalt. Und damit habt ihr natürlich einen Stoffwechselaktivator par excellence. Es gibt wirklich keinen besseren Aktivator. Also die Body Mission mit einem Aloe Vera Drinking Gel ist für mich das absolute perfekte oder die absolut perfekte Symbiose. Das Probalance, was ich immer zum Drinking Gel kombiniere, weil die Gifte, die ich ja jetzt nun mal aus dem Zellzwischenraum gelöst habe, die muss ich ja irgendwie binden, damit ich sie ausscheiden kann. Das mache ich mit den Mineralien, die das entsprechend abpuffern. Und das ist das Coole, die ProBalance sind ja schon in der Body Mission enthalten, im Basisprogramm. Insofern brauche ich die da nicht zusätzlich dazu buchen. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Drinking-Gele. Das heißt, die Basis ist halt das Honig. Wir müssten das jetzt noch ergänzen durch das Immun Plus, was wir jetzt mittlerweile auch haben. Letzten Endes spielt es überhaupt keine Rolle, welches ihr davon nehmt. Alle sind Stoffwechselaktivatoren und wir machen das halt so, wenn jetzt noch andere Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder eine Bindegewebeschwäche, dann nehme ich eher Aloe Vera Sivera. Habe ich Arthrosen, nehme ich zum Beispiel eher das Aloe Vera Freedom, weil es Gelenknährstoffe hat. Bin ich Diabetiker, dann nehme ich eher das Aloe Vera Peach, weil es eben ohne Zucker mit Süßstoff ist. Oder möchte ich zum Beispiel mein Immunsystem oder vor allem noch meine Schilddrüse unterstützen, dann nehme ich das Aloe Vera Immun Plus. Ansonsten habe ich gar nichts, bin kerngesund und will einfach nur abnehmen und bin unter 30 oder 40, dann würde ich das Aloe Vera Honey empfehlen. Für mich auch ein ganz tolles Produkt, weil ich eben oft sehr lange Arbeitszeiten habe. Ich bin manchmal 12, 14 Stunden unterwegs, ist das Fiber Boost, denn ich möchte halt bei den drei Mahlzeiten, die ich über den Tag verteilt habe, nicht in einen Zustand kommen, wo ich Hunger leide. Und da muss ich sagen, hilft das Fiber Boost extrem gut. Es verringert absolut das Hungergefühl, also noch wesentlich stärker sogar als der Tee. Und was eben ganz wichtig ist, es unterstützt nicht nur die Darmtätigkeit, sondern es hält den Blutzucker auch konstant. Also auch hier bei Diabetes Typ 1, Typ 2 arbeiten wir immer mit dem Fiber Boost zusätzlich, weil es eben hier hilft, einen konstanten Blutzucker zu halten. Und insofern für einen Diabetiker eine ganz wichtige Voraussetzung ist für alle anderen, die die Body Mission machen, aber natürlich auch dafür sorgt, dass sie auf keinen Fall irgendwie wieder in so ein Hoch und Runter reinkommen. Und daher für mich halt ideal. Auch hier ganz tolle Erfahrungen. Bitte nicht zu lange warten mit dem Verzehr. Es liegt wirklich richtig an. Also es hat nachher fast so eine Konsistenz so von einem Mousse au Chocolat. Wir haben zum Beispiel ein Down-Syndrom-Kind damals behandelt, was unbedingt auf Kaba-Kakao stand. Und die Mutter hat es echt geschafft, ihm das Fiber Boost als neue Kakaomarke zu verkaufen. Insofern haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es war also wirklich genial, schmeckt sehr lecker, so ein bisschen schokoladig und kann man eben wunderbar zu sich nehmen. Der Reishi-Pilz ist halt sehr interessant, weil er vor Ermüdung schützt. Gleichzeitig ganz stark natürlich unser gesamten Lungenkreislauf und Gefäßkreislauf unterstützt. Es beruhigt das Nervensystem, es hat eine entgiftende Wirkung. Es sorgt dafür, dass die Leber optimal geschützt wird. Also es ist schon wirklich auch so ein Plus, wie Reishi Plus ja schon sagt, gerade im Bereich, wenn ich entgifte und wenn ich abnehme und vor allem, wenn ich viel abnehme, entgifte ich natürlich immer, weil alle Fettzellen, die sich lösen und die vorher Gifte gespeichert haben, schmelzen ja in dem Moment dahin. Und damit eben die Gifte, die im Körper frei werden, sofort optimal ausgeschleust, gebunden werden können, ist neben Aloe Vera und ProBalance Reishi Plus eine optimale Ergänzung. Vita Aktiv, finde ich persönlich, ist so immer zu empfehlen, also eigentlich egal, was man macht, denn bioverfügbare, natürliche Vitamine bekommen wir heute in Nahrung viel zu wenig, weil wir einfach, selbst wenn wir sehr bewusst und sehr gesund und biologisch uns ernähren, auch heute in Obst und Gemüse oft bei weitem nicht mehr die Vitalstoffe enthalten haben, die wir brauchen. Hier ist natürlich Vita Aktiv eine optimale Ergänzung.
zu 100% bio verfügbar, frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen, von Zucker. Also wirklich für mich ein absolutes Nonplusultra in der Nahrungsergänzung und für mich heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Schön und sehr interessant auch für euch Mamis mit kleinen Kindern, denn auch die können schon einen halben Teelöffel bis Teelöffel Vita aktiv zu sich nehmen. Es ist natürlich süß, aber leicht säuerlich. Das heißt, von den Kindern wird es dann eben oft akzeptiert, wenn man es in einen Fruchtsaft zum Beispiel hineinmixt. Das Pro 12 brauche ich in dem Moment, wo ich davon ausgehen muss, dass meine Darmtätigkeit nicht mehr richtig funktioniert oder nicht mehr richtig in Ordnung ist. Und dann sollte man auf jeden Fall mal 3 Monate bis ein halbes Jahr das Pro 12 nehmen, um die Darmflora zu unterstützen, die Darmperistaltik zu unterstützen. Bin ich natürlich wirklich ernsthaft erkrankt. Ihr seht hier zum Beispiel bei Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen. Da reden wir von Erkrankungen, die durchaus Jahre gebraucht haben, um sich zu entwickeln. Dann muss ich natürlich Pro 12 und in dem Fall sogar auch Kolostrum einsetzen und das natürlich dann durchaus mal auch 1,5 bis 2 Jahre. Ansonsten reicht einfach auch mal so eine Kur über 3 Monate oder 6 Monate, um aufzufrischen, um einfach den Darm auf ganz natürliche Art und Weise mal zu unterstützen. Ich habe das Ganze noch um 2 neue Produkte ergänzt, die mir unwahrscheinlich wichtig sind, denn ich denke, gerade im Bereich Stoffwechsel und im Bereich Abnehmen für mich nicht wegzudenken, das ist zum einen das Canaloe, ich nenne es auch gerne den Hausmeister im Stoffwechsel, denn Canaloe kann man nicht überdosieren. Und das ist das Schöne, das heißt, wenn sozusagen die Arbeit getan ist, die im Nervensystem getan werden muss, in unserem sogenannten endokannabinoiden System, dann wirkt Canaloe einfach nicht. In dem Moment, wo aber etwas fehlt, dann wirkt es. Das heißt, ihr könnt hier auf keinen Fall einen Fehler machen und in irgendeiner Form überdosieren. Und das endokannabinoide System reguliert unsere komplette Homöostase, das ist das Gleichgewicht der Säfte. Das heißt zum Beispiel Säure-Basenhaushalt, Temperaturregelung, Hormonregelung und so weiter. Das wird alles über dieses endokannabinoide System geregelt und das wird maßgeblich durch Canaloe unterstützt. Also ich kann jedem empfehlen, der gesund ist, das mal für 3 bis 6 Monate zu machen und kann halt jedem, der krank ist, empfehlen, es auf jeden Fall zu machen, weil sämtliche Therapien, und zwar egal, ob eine schulmedizinische oder eine naturheilkundliche Therapie, wird durch Canaloe in seiner Wirkung zu 100% unterstützt und verbessert. Natürlich gibt es Kontraindikationen, wie zum Beispiel Magersucht oder zum Beispiel auch Schwangerschaft oder Kinder und Jugendliche, einfach weil man hier noch keine Erfahrungswerte hat. Nicht, weil da jetzt schädliche Stoffe drin sind, aber es gibt halt einfach noch keine Erfahrungswerte. Und insofern kann man hier nicht arbeiten. Da Canaloe aber auch appetitdämpfend wirkt, würde man es zum Beispiel bei einem Menschen, der magersüchtig ist, aus Sicherheitsgründen nicht anwenden. Ansonsten unterstützt es nicht nur die Homöostase, sondern auch das Immunsystem, die Fettverbrennung, die Darmperistaltik. Darmbeschwerden werden zum Beispiel wie Luft, wie Aufstoß und so. Das wird alles gelindert, weil auch Kurkuma und Weihrauch darin enthalten ist. Die Durchblutung wird verbessert. Damit wird natürlich auch der Kilokalorienverbrauch und die Fettverbrennung verbessert. Und wie gesagt, es lässt auch länger durchhalten. Dann noch ein Produkt, was mir persönlich auch noch sehr auf dem Herzen liegt und das habe ich einfach mal unter der Überschrift Schlaf dich schlank gesetzt, denn für viele Menschen, wenn ihr euch noch an die Anfangsfolien erinnern könnt, für viele Menschen endet Abnehmen dort, wo im Prinzip Schlaf aufhört oder Schlaf fehlt, weil mangelnder Schlaf natürlich im Organismus wahnsinnig zusetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dann natürlich für richtig Stress sorgt. Und mit Stress abzunehmen ist echt richtig schwer. Funktioniert, aber ist schwer. Und da ich hier auf ganz natürliche Art und Weise meinen Körper versetze, selber in den Schlaf zu kommen, selber Schlaf zu produzieren, wesentlich tiefer und erholsamer zu schlafen, habe ich eine ganz andere Regenerationszeit in der Nacht, habe dadurch natürlich, gerade wenn ich jetzt den Powershake mit einsetze, eine ganz andere Fettverbrennung, einen ganz anderen Muskelaufbau in der Nacht. Und da muss ich sagen, gerade durch die Aminosäure L-Tryptophan, ein absolutes Hammerprodukt, also für jeden, der, ich sage jetzt mal, wirklich auch diesen erholsamen Schlaf haben möchte, auch gerade in der Abnehmphase,
der sollte für seine Gesundheit hier eine klare Entscheidung treffen und das Nightmaster einfach mal ausprobieren. Zum Schluss kommen noch Expertentipps dazu. Allen voran möchte ich euch da den Dr. Sven Wehrschan ans Herz legen. Er ist maßgeblich für die gesamte Entwicklung im Lifetag-Programm verantwortlich. Er ist Ernährungscoach und ist Mediziner, hat richtig Ahnung und ich finde, er hat da echt richtig was auf die Beine gestellt und er hat eben ganz tolle Alltagstipps auch. Und ihn habt ihr natürlich auch in jedem Katalog, wo ihr ihn seht. Und im Januar kann ich euch zumindest schon mal neugierig machen, wird auch ein wahnsinns neues Produkt auf uns zukommen oder Produkte auf uns zukommen, wo ich sage, auch hier hat er sich wieder etwas einfallen lassen mit mehreren Fachleuten zusammen. Seid da bitte schon ganz gespannt und seid alle am 3. und 4. Januar dabei. Am 3. Januar machen wir mit LR den großen Kick-Off, da solltet ihr auf jeden Fall reingucken. Und am 4. direkt einen Tag später machen wir hier wieder im großen Stil mit dem Team Riedel, Patzer und König dann nochmal eine genaue Produkterklärung, damit ihr auch wisst, wie funktionieren die Produkte, warum funktionieren die so und was kann ich damit anfangen. Ja, ich selber gehöre halt auch dazu. Ich gebe halt Webinare, wie ihr gerade merkt. Habe das eine oder andere schon geschrieben, habe mit meiner Frau einen ganz tollen Lehrfilm gedreht und wir haben halt in unserem Gesundheitszentrum halt wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Seit 10 Jahren mittlerweile eben mit LR-Produkten. Ich bin absoluter LR-Produkt-Fan geworden und habe einen Großteil meiner erfolgreichen Therapien mit den Patienten wirklich hauptsächlich mit den LR-Produkten geschafft. Und was ich eben ganz toll finde, und da möchte ich auch nochmal ein Dankeschön an euch alle senden, ich bekomme mittlerweile wirklich am Tag bis zu mehreren 100 Zuschriften von Menschen aus ganz Europa, die über ein Webinar oder irgendwas anderes gestolpert sind, die Sachen umgesetzt haben, ausprobiert haben und eben wahnsinnig tolle Erfahrungen mit den Gesundheitsprodukten gemacht haben. Hier auch nochmal vielleicht die Elvira Weifuß zu nennen, die jetzt auch ein wunderschönes Video gedreht hat mit ihren Partnern über das schönste Geschenk, was man haben kann, nämlich Gesundheit. Und da muss ich einfach sagen, da bin ich absoluter Fan durch geworden und bin begeistert, was wir hier auf die Beine stellen können und stehe hier natürlich unseren Partnern mit Rat und Tat zur Seite und eben den gesamten Teams über die Webinare. Eigene Erfolgsgeschichte in der Praxis. Ich nehme immer gerne diese Geschichte, auch wenn sie jetzt schon 3 Jahre beziehungsweise sind ja mittlerweile 5 Jahre alt ist. Für mich einfach ein ganz, ganz tolles Beispiel und der Herr hat mir eben erlaubt, das Ganze auch damals zu veröffentlichen. Wir haben angefangen gehabt im März mit knapp 150 Kilogramm, sind über die Body Mission und einmal in der Woche ein halbstündiges Personal Training im Ende November auf 74 Kilogramm runter gewesen. Das heißt, wir haben in dieser Zeit faktisch den Körper halbieren können. Ich habe immer wieder Kontakt zu ihm, weil er zu mir in die Praxis kommt, zur Chirotherapie alle 1 bis 2 Jahre. Und er hat sich jetzt bei 80 Kilo eingependelt, sieht wunderbar aus, hat ein völlig neues Leben. Die Blutdruckwerte waren im Eimer, die Leberwerte waren damals nicht gut. Das hat sich alles reguliert, alles verbessert und er freut sich bester Gesundheit. Und das ist halt so, das sind Geschichten, die einfach wundervoll sind, wenn man mit den Produkten arbeitet. In der Presse haben wir damals richtig gut abgeschnitten. Deshalb will ich das natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Und wichtig ist natürlich, das Ganze kann man natürlich auch nur annähernd verstehen, wenn man seine eigenen Erfahrungen macht. Und so funktioniert ja unser ganzes Prinzip. Mache deine Erfahrung, gib es an Leute weiter und helf ihnen, anderen Leuten wieder zu erklären, wie sie ihre Erfahrungen machen können. Also im Endeffekt eine ganz einfache Kiste. Um eben meine eigenen Erfahrungen zu machen, muss ich mir erstmal überhaupt ein Ziel setzen. Wo will ich hin? Wie viel Kilo will ich abnehmen? Wie will ich aussehen? Bis wann will ich das geschafft haben? Dann stelle ich mir mein Paket zusammen. Holt euch hier auch bitte Hilfe von jemandem, der da schon Erfahrung hat. Also wenn ihr gerade neu seid, wir haben ja heute ganz viele Neue dabei, sprecht bitte euren Sponsor an, der euch da
zu LR geholt hat oder die Person, die euch heute zum Webinar eingeladen seid, wenn ihr noch keine LR-Partner seid, und lasst euch hier bitte individuell beraten. Ja, es geht also hier nicht darum, einfach nur ein paar Kreuze zu machen, sondern ihr sollt hier wirklich individuell das Ganze starten und individuell beraten lassen. Dann richtet man im Endeffekt über www.body-mission.de seinen Manager ein. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Das heißt, ihr habt da auch eine Gewichtskontrolle dabei. Also es ist richtig gut gemacht. Wir haben verschiedene Möglichkeiten für den einen oder anderen, der sagt, hey, ich will jetzt hier so eine Turbo-Diät machen. Mir geht es wirklich nur um 2-3 Kilo, die ich mir über Weihnachten angefuttert habe. Dann reicht echt ein 28-Tage-Programm. Ich persönlich bin eher Fan von einer 3-Monats-Body-Mission, weil ich finde, dann ist es nachhaltiger. Also auch wenn man nur 2-3 Kilo abnimmt, kann man natürlich trotzdem das 3-Monats-Programm machen. Ansonsten würde, wie gesagt, die Body Mission reichen. Es kann ja auch sein, dass man vielleicht nur einen Pressetermin hat oder was weiß ich, ins Hochzeitskleid reinpassen muss oder. Da ist es natürlich einfach ein optimaler Weg. Dann haben wir eigentlich die meisten Menschen, die in einem Bereich von 3, 5 oder mehr Kilogramm liegen. Hier würde ich immer die 3-Monats-Body-Mission empfehlen. Für mich ist es eine Gesundleben-Diät und die kann ich eben dann wunderbar kombinieren mit unseren anderen Gesundheitsprogrammen, die wir im Lifetag-Programm haben, und finde ich absolut super, und ihr werdet merken, ihr kriegt einen ganz anderen Stoffwechsel, ein ganz anderes Lebensgefühl. Also es ist wirklich schön und sehr nachhaltig. Dann haben wir aber natürlich auch eine bestimmte Typ-Diät oder eine teilweise Problemzonen-Diät. Und hier ist es natürlich schön, wenn ich das dann optimiere. Ich denke jetzt zum Beispiel an, unter Umständen an Reiterhosen, an Zellulite, wo ich dann wirklich mit dem 5-in-1 für Women und mit Bodygel und Bodycream einfach arbeiten kann. Aber auch für uns Männer, die üblicherweise leider, ja, was heißt leider, nur am Bauch zunehmen. Ne? Wir kriegen ja immer hier so ein Kügelchen nach vorne. Muss ich gestehen, ist bei mir auch so. Also Ilona hat mich verurteilt dazu, die Body Mission jetzt zu machen. Und da ist natürlich das 5-in-1 Manshot optimal zu kombinieren. Ja. Etwas zu den Preisen. Ich werfe die Folie jetzt einfach mal gesamt auf. Wir haben damals uns einfach mal angeschaut, was gibt denn so ein Mensch durchschnittlich für Ernährung aus. Entschuldigung, ich muss noch was trinken. Wir kamen im Durchschnitt auf eine Summe von knapp 3 bis 4 Euro, die man ausgibt, wenn man gesund Mischkochkost kocht. Damit meine ich jetzt natürlich nicht all die Billigfutter, sondern wirklich ausgewählte gesunde Ernährung. Und wenn ihr mal ganz rechts reinguckt in 3-Monats-Body-Mission, dann hat der Preis für einen Kunden, für einen Endkunden pro Mahlzeit 2,58 Euro. Das heißt, er ist schon günstiger als in einer normalen gesunden Ernährung. Ist er Premium-Kunde mit 20% Rabattzahler noch 2,06 Euro pro Mahlzeit, ist er Partner. Und ich finde, die Body Mission lohnt sich immer, um Partner zu werden und die Einkaufspreise von LR einfach die Vorteile zu nutzen. Dann hat er noch gerade 1,84 Euro pro Mahlzeit. Das heißt, er kann sich wahnsinnig gut gesund ernähren, um abzunehmen, und spart obendrein noch Geld. Ich sage auch immer, die Body Mission ist eigentlich der kostenlose Einstieg zur Partnerschaft, denn essen müssen wir ja so oder so. Und ob wir das Essen jetzt irgendwo ausgeben bei Aldi und Co. oder ob wir einfach sagen, ich mache das Ganze jetzt mit meiner Body Mission, dann würde ich natürlich die Body Mission wählen, weil ich dann kostenlos eine Partnerschaft erhalten kann. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle, faire Sache von LR. Ja, angenehm, oder was heißt angenehm, ist natürlich, leichter ist es natürlich, wenn man gemeinsam abnimmt, also sprecht drüber, schaut, wem könnt ihr helfen, wer braucht denn zum Beispiel Hilfe, wer hat Übergewicht, wer hat Bluthochdruck, wer hat Diabetes, etc. Arbeitet mit den Menschen, stellt ihnen das Ganze vor, tauscht eure Erfahrungen aus, macht Gruppen zusammen. Ich finde, das ist eine richtig, richtig coole Art, und letzten Endes haben die Leute den Vorteil dadurch, dass sie günstig an die Produkte rankommen. Ihr habt den Vorteil, dass ihr eure Produkte noch günstiger bekommt oder sogar Geld verdienen könnt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle, faire Geschichte.
wie werde ich aktiv im Umfeld? Ich muss natürlich mein Umfeld erstmal betrachten. Wer kommt dafür überhaupt in Frage? Einfach mal eine separate Namensliste erstellen. Wen will ich mal auf das Body Mission Programm ansprechen? Bist du dabei? Und ob ich das jetzt über Insta mache, über ein Telefon anrufe und so, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, mache es einfach und dann terminiere ich das Ganze, stelle ihm das Ganze vor, im Regelfall momentan über Zoom, stelle mit den Leuten ihre Programme zusammen und los geht's. Ihr habt ganz tolle Sachen zur Unterstützung. Ihr habt Body Mission Filme, Verkaufsflyer, Broschüren. Ihr habt den Katalog, ihr habt Gesprächsleitfäden, ihr habt ein spezielles Kundenblatt, mit dem ihr arbeiten könnt. Ihr habt eine Unterstützung für Social Media und ihr habt natürlich auch Sachen wie einen Shaker, der übrigens im Programm auch kostenlos enthalten ist, aber den ich dann mir noch zusätzlich mit Portionsdosen holen kann, Rationsflaschen, Becher etc. etc. Also alles ist letzten Endes vorhanden, um erfolgreich zu starten und es entsprechend zu empfehlen und dann damit zu arbeiten. Für mich wünsche ich dir, dass du deine Entscheidung heute triffst, um es mit den Gedanken zum Schluss oder zum Ende zu fassen. Albert Einstein sagt immer so schön, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das funktioniert nicht. Und in dem Sinne geht es dann weiter. Belüg dich einfach nicht selbst. Es bringt nichts, wenn du den ganzen Tag diszipliniert bist und dann am Ende mit Keksen und einer Packung Chips endest. Also auch hier ganz, ganz wichtig, Disziplin. Die gehört natürlich dazu, aber die geht in der Gruppe auch deutlich einfacher. Und mach dir einfach auch mal Gedanken, was ist denn dir deine Gesundheit wert? Schau mal, wie viele Leute geben für ihre Krankheit 5 € oder mehr aus als Raucher oder trinken Wein und haben da 1, 2, 3 € am Tag, die sie für sich ausgeben oder mehr. Und letzten Endes, wenn es um Gesundheit geht, dann wird immer geguckt. Und wie gesagt, nochmal, die Body Mission ist für mich kostenlos in dem Sinne, weil essen muss ich sowieso. Schopenhauer sagt immer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und mit diesem Zitat komme ich auch zum Ende. Wünsche mir für dich, dass du dieses Rezept umsetzt, der Body Mission mit am besten dem Aloe Vera Gel zusammen. Und dass du dir letzten Endes einfach eine Entscheidung für deine Gesundheit setzt. In diesem Sinne darf ich mich bei euch verabschieden.